Noch circa 11 Stunden bis 10 Uhr früh Moskauer Zeit. Was glauben Sie, wird passieren? Es sieht nicht besonders gut aus. Moskau hat eine Menge Geduld gezeigt, den Preis reduziert, Ultimaten gestoppt etc. Jetzt aber wird das ein Ende haben und ich denke, das ist auch gut so. Nun ja, gut. Wir reden ja darüber, ob das gut ist für die Ukraine und Europa. Warum ist die Ukraine so offensichtlich kompromisslos? Wir haben in der Ukraine ein Marionettenregime Washingtons und Washingtons Absicht ist es, die guten Beziehungen zwischen der EU und Russland zu beenden. Ein guter Weg, das zu erreichen, ist dieser Ärger um das Gas, der tatsächlich mit Washingtons Unterstützung entsteht. Auf eine Annäherung seitens des Regimes in Kiew brauchen wir daher nicht zu warten. Die Politik in Westeuropa ist besorgt wegen der Gaslieferungen. Mit Gas wird geheizt und gekocht etc. Warum übt Brüssel nicht mehr Druck auf die Ukraine aus, sich mit Russland zumindest auf halbem Wege zu treffen? Das ist das große Problem, das die Menschen in der EU mit ihren Regierungen haben. Denn die betreiben eine Art Hochverratspolitik, indem sie nicht die Interessen der EU-Bürger vertreten, sondern auf dumme und nutzlose Art Washington folgen. Ich denke, aus diesem Grund setzt die EU die Ukraine nicht unter Druck, was eigentlich sehr einfach wäre. Die EU ist bei ihren strange governments not putting any pressure on Kiev, which would be very easy indeed. Wird es in letzter Minute noch einen Aufschub geben oder nicht? Ich bin noch sicher, es gibt einen Notfallplan. Ich denke, dass Russland jetzt eine Wahl treffen wird. Es ist nicht die Wahl zwischen mehr Geld verlieren oder der Bösewicht sein. Denn diese Bösewichtsfrage wird in den Medien entschieden. Und wenn Russland sich zu einer Medienkampagne entscheidet, dann ist es eben nicht mehr der Bösewicht. Tatsächlich geht es darum, jetzt nicht doch noch mehr Geld zu verlieren. Im Sommer das Gas abzudrehen und auf Vorkasse umzuschalten, ist wesentlich respektabler, als dies im Herbst oder Winter zu tun. Wird die Ukraine es wagen, durchgeleitetes Gas abzuzweigen, so wie das schon zweimal geschehen ist? Dadurch würde sie ihre engsten Nachbarn verärgern. Was denken Sie von dieser ukrainischen Regierung? Sie bringen ihre eigenen Bürger um. Warum also sollten sie kein Gas stehlen? Die nächsten 11-12 Stunden werden entscheidend sein. Vielen Dank an Christoph Hörstel. You're welcome.